Heute werde ich dir den Prozess vom Test-Driven Development anhand eines Beispiels mal aufzeigen. Viel Spaß! Hi und willkommen zurück bei einer weiteren Bergfest-Talk-Folge. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mick und ich helfe auf diesem Kanal PHP-Entwicklern besser zu werden. Falls du dich also für PHP und Webentwicklung interessierst, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch noch die Glocke, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. In der letzten Bergfest-Talk-Folge habe ich ja nachgefragt, was eigentlich so schwer ist an Test-Driven Development, und ich habe versucht, anhand einer Zeichnung mal zu erklären, worauf man beim Testen so achten sollte oder wie verläuft dieser ganze Prozess. Ich habe auch natürlich unter anderem in meinem Discord-Chat nachgefragt, ob jemand mir mal ein konkretes Beispiel schicken kann, was er persönlich sieht, was man überhaupt nicht testen könnte. Und es hat sich dann der User Troax gemeldet, der hat mir ein richtig cooles Beispiel gezeigt, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und er hat mir eine GUI geschickt. Hat er sich selbst zusammengebaut, damit ich es mir mal anschauen kann, und an diesem Beispiel will ich das mal heute erklären. Die GUI, die blende ich mal jetzt gerade mal ein. Als Beispiel hat er mir ein Avisierungssystem gegeben. Also es ist ein System, was oft verwendet wird bei einer Spedition zum Beispiel, also bei einem Transportunternehmen. Genaueres zu diesem System kann ich dir leider nicht sagen, weil ich mich ja in diesem System nicht auskenne, weil ich arbeite ja nicht für ein Transportunternehmen. Aber wie du sehen kannst, ist die GUI sehr gut beschrieben. Da ist ja eigentlich alles definiert, was man wissen sollte. Ich habe noch eine Zusatzinformation bekommen zu dieser GUI, und zwar wann diese GUI angezeigt werden soll. Mir wurde gesagt, wenn du jetzt eine Übersicht von verschiedenen Bestellungen hast, dann soll man auf diese Bestellung draufklicken und dann wird man auf eine URL weitergeleitet, wo dann die Bestellnummer in der URL abgespeichert ist. Also du hättest dann zum Beispiel eine URL localhost/avis/irgendeine Nummer abc-123. Und meine bisherigen Umfragen haben mir halt jetzt ergeben, dass man am Anfang erstmal gar nicht weiß, was man überhaupt testen sollte. Und ich hinterfrage mal diese Aussage, denn genauso wie in diesem Beispiel hat man in meisten Fällen zumindest ein Bild im Kopf, man stellt sich zumindest ein Formular vor, wie das Ganze letztendlich aussehen soll. Anhand dieses Bildes weißt du eigentlich schon ziemlich konkret, welche Variablen oder Texte auf der Webseite oder in deinem Formularfeld ausgegeben werden sollen. Und dein Ziel ist es ja letztendlich, dafür zu sorgen, dass das, was du auch erwartest, was angezeigt werden soll, auch konkret ausgegeben wird. Wir haben also konkret das Bild als Vorlage, wo dann alles genau definiert ist, und wir haben eine URL, welche dann diese Formulare anzeigt. Wir haben also auf jeden Fall zwei Informationen. Wann wird irgendwas angezeigt und was soll konkret angezeigt werden? Wenn du diese Informationen nicht hast, dann kannst du auch natürlich nicht deine ersten Tests schreiben. Ich habe ja im letzten Video von dem sogenannten Input-Output-Stream gesprochen, beziehungsweise dem Message-Stream. Also du erinnerst dich vielleicht diese zwei Punkte, die mit einer Linie verbunden waren. Du kannst dir das Ganze mal so vorstellen, du hättest jetzt so eine Klasse, so ein Message-Stream, und diese Klasse hätte ganz viele Variablen, und alle diese Variablen wären jetzt im Template gerendert, damit du eben das siehst, was du gerade auf dem Bild gesehen hast. Und weil du ja die URL schon kennst, kannst du von der URL zum Beispiel schon den Namen für dieses Message Stream ableiten. Das wäre dann zum Beispiel Display Avis Interface Message Stream, also so würdest du dann zum Beispiel deine Klasse nennen. Und die hätte jetzt ganz viele Public Eigenschaften, so dass du diese auch dann rendern kannst. Da ich aber am Anfang jetzt nicht weiß, in welchem Framework oder in welchem CMS dann das ganze Modul quasi funktionieren soll, kann ich jetzt natürlich diese Klasse nicht von vornherein anlegen, weil diese konkrete Message Stream Klasse, das ist ja dann letztendlich später eine Implementierung im Framework oder im CMS. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Klasse einfach nur zu mocken. Und merkt ihr einfach mal im Hinterkopf vor, es gibt halt so eine Klasse, MessageStream, die würde dann später ganz viele Variablen haben. Einfach nur merken für später. Aber man sieht ja schon anhand des Formulares, dass das Ganze schon ein bisschen komplexer ist. Und ich glaube, allein diese Komplexität, wenn man so eine Übersicht kriegt, das überwältigt einen im ersten Moment. Das heißt, um das Problem mit Test-Driven Development anzugehen, musst du erstmal dein gesamtes Problem in Einzelteile auflösen. Und zum Glück werden die meisten Formulare oder die meisten Webseiten auch visuell und logisch voneinander getrennt, weil du als Person willst ja auch nicht irgendwie auf eine Webseite gehen, dann siehst du ganz viele Eingabefelder und du weißt erstmal gar nicht, was du eingeben sollst. Die erste Aufgabe bestehe also darin, dein Formular in mehrere Einzelelemente aufteilen, sogenannte Use Cases. Du kannst ja anhand des Bildes schon sehen, dass um einzelne Felder schon Rahmen gebildet wurden,
weil das macht ja dann Sinn und du kannst dann diese Felder gruppiert innerhalb dieser Rahmen zum Beispiel zu einem Use Case zusammenfassen. Und letztendlich muss dir klar sein, du wirst dann später eine große Klasse haben mit ganz vielen Variablen und die einzelnen Use Cases werden nach und nach diese einzelne Klasse bearbeiten und die Variablen in der Klasse editieren, damit diese Klasse letztendlich komplett im Template gerendert wird. Wie benennst du jetzt diese Use Cases? Naja, du siehst ja zum Beispiel, okay, da ist eine Überschrift Ladeeinheiten. Also würdest du jetzt zum Beispiel sagen, du erstellst ein Use Case, das hat den Namen Display Load Units Use Case. Also quasi du beschreibst mit deinem Use Case konkret, was du abbilden möchtest oder was du wegspeichern möchtest. Oder da oben in der Ecke, da siehst du ja zum Beispiel die Liste der Auftraggeber. Da kannst du auch zum Beispiel ein Use Case benennen, das würdest du dann nennen List Clients Use Case. Also du benennst halt konkret das, was du anzeigen willst beim Namen. Das Tolle an der ganzen Sache ist, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, aber später, wenn du dann irgendwelche Meetings hast und dann werden dir solche Mockups gezeigt, dann hast du sofort, dann denkst du sofort in Use Cases. Du siehst dann, okay, dieser eine Block ist ein Use Case, dieser andere Block ist ein Use Case und das ist ein Use Case und du kannst das sofort auf alle anderen Sachen abbilden. Jetzt weißt du, was du testen sollst und wie die einzelnen Klassen benannt werden sollen. Also kannst du jetzt mit den Tests loslegen. Für jedes Use Case erstellst du also im ersten Schritt eine Testdatei und meistens heißt sie bei mir genauso wie das Use Case und hinten hänge ich dann einfach einen Test dran. Also List Clients Use Case Test zum Beispiel. Dann beginnst du sofort mit deiner ersten Testmethode. Und die erste Testmethode macht bei mir in der Regel erstmal gar nichts. Weil in der ersten Testmethode, da existieren halt die Klassen noch gar nicht, die muss ich noch erstmal alle erzeugen und so weiter. Das heißt, ich schreibe erstmal nur hin den Namen des Use Cases, das was ich gerne halt testen möchte und mocke dann meinen Message Stream und übergebe das in die Methode Prozess, damit quasi das Use Case den gemockten Message Stream bearbeitet und dann eine Variable editiert innerhalb des gemockten Message Streams. Sobald ich dann den ersten Test ausführe, schlägt dann dieser Test fehl, weil die Klassen noch gar nicht existieren und ich lande sofort automatisch in der sogenannten roten Phase. Ein Test hat drei Phasen, die rote, die grüne Phase und Refactoring Phase. Die rote Phase ist da, wo der Test fehlschlägt. Aus der roten Phase muss ich dann in die grüne Phase rüberkommen, das heißt, ich muss dann diese Klassen anlegen. Dadurch, weil ich ja beim ersten Test nicht viel teste, reicht es im ersten Moment einfach nur, die Klassen anzulegen und schon bin ich dann in der grünen Phase. Refactoring muss ich beim ersten Test auch nicht machen, weil die Klassen machen ja erstmal überhaupt nichts. Dann machst du weiter mit einem zweiten Test. Und im zweiten Test, da musst du halt überlegen, okay, was möchte ich demnächst anzeigen, was als logisch erscheint. Und da wäre zum Beispiel, wenn wir weiterhin bei dem Beispiel bleiben mit dem Auftraggeber, wäre dann eine Liste von den Auftraggeber bzw. den Firmen sinnvoll. Und hier fängst du zum ersten Mal dann die Methode Prozess zu befüllen mit deiner Logik. Und bis jetzt aus meiner Erfahrung habe ich zwei grundlegenden Arten von einer Prozessmethode feststellen können. Denn wenn man sich das mal genauer überlegt, dann bestehen die meisten Webentwicklungen aus zwei unterschiedlichen Arten, wie irgendein Prozess verarbeitet werden soll. Das eine ist, du möchtest irgendwie Daten auflisten anhand eines Filters oder anhand irgendeines Inputs. Die andere Möglichkeit ist, du kriegst deine Daten aus deinem Input-Prozess. Diese Daten sollen danach anschließend validiert werden. Und nachdem die Validierung dann erfolgreich war, speicherst du entweder diese Daten ab oder erzeugst einen neuen Datensatz in deinem Repository. Das erste Beispiel würde im Quellcode zum Beispiel so aussehen. Also wie du siehst, du holst dir aus einem Repository ein oder mehrere Entities, iterierst durch diese Entities, wandelst die Entities in ein View-Modell um und überträgst die Views anschließend an dein Message-Stream. Der andere Fall mit der Validierung würde ein bisschen anders aussehen. Du übergibst dann dein Message-Stream an die Validate-Methode. Wenn die valide ist, dann macht sie irgendwas. Zum Beispiel findet sie ein Entity und modifiziert das Ganze oder erzeugt ein neues Entity, wie auch immer, und legt das dann wieder im Repository zurück. Natürlich sind das alles Basisprozesse und die können natürlich je nachdem, wie die Anforderung ist, mal komplexer werden, mal weniger komplexer werden. Es kann ja zum Beispiel sein, dass du mehrere Repositories brauchst, wie du deine Entities zusammensuchst oder du eventuell ganz viele Views zusammenbaust und solche Geschichten. Aber grundlegend ist das immer das Gleiche. Du holst dir deine Entity aus dem Repository, wandelst dir ein View um, gibst sie aus. Oder du validierst deinen Input, wenn alles valide ist, holst du dann dein Entity aus dem Repository,
modifizierst das Ganze und legst es zurück ins Repository. Wenn du dir diese zwei Use Cases gemerkt hast, dann kannst du schon ganz viele Use Cases davon eben ableiten und die dann noch komplexer gestalten. Aber zurück zu unserem List-Client Use Case, was ich da vorher angelegt habe im Test. Das Use Case würde quasi nach der ersten Formel einfach umgewandelt werden. Also ich würde mir einfach die Klienten aus einem Client-Repository auslesen, durch die Clients iterieren, ein Client View erzeugen und dieses Client View dann an meinen Message Stream übergeben. Und jetzt kann ich schon in den Tests in meiner Mock-Klasse überprüfen, ob die Client Views auch in meinen Message Stream übergeben wurden. Außerdem habe ich jetzt durch diese Auflistung eine Abhängigkeit in meinem Use Case gebildet, und zwar das Client Repository. Die Abhängigkeiten, die muss ich natürlich über den Konstruktor in mein Use Case injizieren von außen. Und diese Abhängigkeit muss ich natürlich auch mocken. Und das Tolle ist ja, es entsteht jetzt so eine Art Checkliste, die du abarbeiten kannst. Schritt 1 wäre also eine Testklasse anlegen mit einem leeren Test und dort eine Klasse definieren, die es noch nicht existiert. Schritt 2 wäre dann die Klasse erzeugen, also das Use Case. Schritt 3 wäre in der Liste also einen neuen Test erzeugen und dann entscheiden, ob du jetzt ein Use Case Nummer 1 hast, also wo du eine Liste hast, oder ein Use Case Nummer 2 hast, wo du ein Entity erzeugen bzw. bearbeiten musst. Abhängig von dieser Konstruktion hast du dann weitere Abhängigkeiten im Use Case gebildet. Diese Abhängigkeiten definierst du dann im Use Case und mockst diese dann in deinem Test und dann baust du einfach weitere Tests rein, wo du weitere Sachen überprüfen möchtest und wiederholst quasi die Schritte 4, 5 und 6, weil es kann jetzt sein, dass du weitere Repositories hast, die nachgepflegt werden müssen. Wenn du mit einem Use Case fertig bist und da alles getestet hast und 100% Code Coverage hast, kannst du zu dem nächsten Use Case gehen. Und so kannst du jetzt Stück für Stück dein ganzes Formularfeld mit allen deinen Use Cases erstmal abbilden. Irgendwann ist dann dein Modul komplett fertig und du hast halt einen Haufen Use Cases als Klassen definiert. Außerdem hast du da drin noch die ganzen Entities als Klassen definiert. Zu jedem Entity hast du auch eventuell ein View-Objekt. Ein View-Objekt brauchst du, um zum Beispiel Daten für die Ausgabe zu formatieren, weil die Formatierungsgeschichten, das machst du halt nicht in einem Entity, sondern das ist halt abhängig von der Ausgabe. Und dann hast du ganz viele Interfaces wie Services, Repositories und Message Stream. Das sind alles Interfaces. Die ganzen Interfaces sind natürlich gemockt in deinen Tests, entweder über ein Mocking-Framework oder durch deine eigenen Mocking-Klassen. Und das Gute daran ist, du hast jetzt halt einen Prozess und dieser Prozess, der wiederholt sich halt bei jeder einzelnen Anforderung. Und was bedeutet das dann im Umkehrschluss? Du kannst einen Prozess auch üben, du kannst einen Prozess wiederholen, du kannst einen Prozess in einfacheren Beispielen anwenden. Du kannst das Prozess auch komplex gestalten, so wie es du gerade brauchst. Deswegen haben ja auch Unternehmen einen Prozess, weil einen Prozess kannst du üben, du kannst einen Prozess optimieren, du kannst auch einen Prozess bemessen, also wie lange hat es jetzt gedauert, so einen Use Case zu schreiben. Und wenn du einen Prozess hast, dann hast du auch eine Ordnung in deinem Quellcode und du hast eine Struktur und du hast halt nicht bei einer Anforderung jedes Mal irgendwie was Neues. Du musst nicht ständig irgendwie überlegen, ja, wie mache ich das denn jetzt alles, sondern du weißt, okay, ich habe hier eine Checkliste, die arbeite ich von oben nach unten ab und fertig bin ich. Anschließend, nachdem du jetzt also dein Modul hast, kannst du den dann in deinem CMS oder Framework implementieren, weil du hast ja jetzt alle deine Interfaces. Und anhand dieser Interfaces weißt du auch schon sofort, okay, was kann ich als erstes testen? Und dann kannst du ganz normal jetzt deine Klasse anlegen, die implementiert das Interface und dann kannst du loslegen mit deinen Tests. Später, wenn du jetzt die ganzen Tests für die ganzen Implementierungen geschrieben hast und dann diese neuen Klassen in deinem CMS oder Framework erzeugt hast, brauchst du diese Klassen jetzt nur noch in deinen DI-Container zu verlegen und in deinem Router oder in deinem Controller die neue Instanz vom Message Stream anzulegen und anschließend deine Use Cases hintereinander abzuarbeiten. Quasi genauso, wie ich das auf diesem Bild von der letzten Woche gemalt habe. Du würdest also in deinem Controller zum Beispiel einen Display Avis Interface Message Stream erstellen. Dieser ganze Message Stream wird dann von mehreren Use Cases bearbeitet, damit alle Variablen intern gesetzt werden. Und diesen Message Stream kannst du dann nachher einfach über deine Template Engine in deinem Framework oder CMS ausgeben. Das Ganze muss natürlich nicht immer so groß sein, dass es ein komplettes Interface abbildet. Das kann auch sein, ein kleines Teil innerhalb eines Interfaces. Du kannst ja sagen, gut, ich habe jetzt hier in meinem Online-Shop eine Profilpage und ich möchte in meine Profilpage jetzt noch einen weiteren Blog einbauen. Es muss also nicht komplett
so groß aufgebaut sein. Mit der Zeit wird es auch so sein, dass ihr viele Use Cases habt, aber die Anzahl der Repositories, der Entities, die bleibt eigentlich relativ beständig. Und somit könnt ihr ganz schnell neue Features entwickeln, die direkt dann implementieren, beziehungsweise müsst das teilweise auch gar nicht mehr machen, weil ihr bereits schon eine Implementierung geschrieben habt und könnt das dann direkt in euren Controllern einsetzen. Ich hoffe, dass dieser Prozess dir jetzt klar geworden ist und ich hoffe, dass du direkt schon mit so einem Prozess vielleicht mal loslegen kannst und vielleicht mal vorher erstmal in privaten Projekten mal üben kannst, bevor du damit quasi auf der Arbeit was Konkretes anstellst. Wenn du Verständnisfragen hast zu diesem ganzen Ablauf oder wissen möchtest, wie du konkret irgendwas umsetzt, dann schreib es doch einfach unten in die Kommentare oder komm in unseren Discord vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass dem Video doch ein Like und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche bei einer weiteren Bergfest-Talk-Folge. Bis dahin, tschüss!